Willkommen zukünftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Heute geht es mal wieder um Binance, diesmal um deren Karte. Viel Spaß beim Schauen. Inzwischen gibt es Krypto-Cashback-Karten wie Sand am Meer und es fällt einem schwer, den Überblick zu behalten. Falls du keinen Überblick mehr hast und gerne mal so ein Video hättest, wo es alle Karten nochmal aufgezählt gibt und erklärt gibt, dann gerne einmal in den Kommentaren da lassen. Heute schauen wir uns nur mal die Binance-Karte und deren neue Grenzen an. Damit du hier auf dem Laufenden bleibst, wenn dir das Video hilft und auch gefällt, gerne mal eine Bewertung und einen Kommentar da lassen. Das hilft natürlich mir und auch dem Kanal zu wachsen. Ansonsten schauen wir einmal runter, wenn wir hier bei Learn More mal draufklicken, dann sehen wir hier nochmal die Übersicht, welche Prozente es eben gibt. Die letzte Kartenstufe 7 mit 600 BNB und 8% ist natürlich schwer zu erreichen. Wenn wir aber mal hochschauen und uns anschauen, Kartenstufe 1 mit keinem Investment bereits 0,1% Cashback, eine schöne Geschichte. Und Kartenstufe 2 meiner Meinung nach Preis-Leistungssieger. Für ein BNB gibt es hier 2% Cashback. Und wenn wir das mal auf dem Markt vergleichen, wie zum Beispiel mit Crypto.com, dort müsstest du 3.500 Euro investieren, um auch 2% zu erhalten. Du siehst also, hier gibt es für ein Zehntel genau das gleiche. Aber das Ganze wurde jetzt angepasst, zwar nicht an den Prozenten, aber am monatlichen Limit, und das schauen wir uns gemeinsam mal an. Und zwar, wenn du hier unten auf FAQ gehst, dann wirst du hier weitergeleitet. Du bekommst dann hier nochmal angezeigt, wie die Kartenstufen aussehen, die wir eben kurz besprochen haben. Und wenn wir hier runtergehen, dann siehst du hier die neuen monatlichen Grenzen. Wenn wir uns mal anschauen, die Kartenstufe 1 mit den 0,1% ist auf 5 Euro pro Monat begrenzt. Wenn du das Ganze mal hochrechnest, wenn du 5.000 Euro pro Monat ausgeben würdest mit der Karte, dann würdest du das Limit erreichen. Das Ganze ist also noch verhältnismäßig. Wenn du dann aber mal hier hochgehst und sagst, okay, ich habe die Kartenstufe 2 mit 2%, dann ist das Limit bei 15 Euro pro Monat. Du siehst also, du gibst 750 Euro aus und dann ist schon das Limit eben erreicht. 750 Euro klingt erst einmal schnell. Je nachdem, was du alles damit bezahlst, kann das Ganze doch ziemlich schnell gehen. Es ist einfach die Inflation da. Alles wird teurer, das Geld geht viel schneller weg, als es reinkommt, und da sind die 15 Euro wirklich nicht viel. Wenn wir da wiederum zu Crypto.com rüberschauen, da ist das Limit bei 50 Dollar. Du kannst also deutlich mehr ausgeben. Auch wenn manche das dort erreichen, ist das Ganze doch nochmal schwerer zu erreichen als eben hier diese Grenze von 750 Euro. Und da muss ich sagen, das Ganze macht natürlich die Karte ziemlich kaputt, denn was bringt mir eine schöne Karte mit 2%, wenn ich nicht das ganze Cashback ausschöpfen kann? Noch dazu kommen jetzt aktuell die ganzen Gerüchte, die ganzen Probleme mit der SEC, mit den Lizenzen und Co., wo man natürlich auch nicht unbedingt sein Geld bei Binance liegen haben möchte. Das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Das Ganze ist immer weder eine Anmeldeberatung noch eine Anlageberatung. Und am Ende des Tages musst du immer noch selbst entscheiden, wie du hier vorgehen möchtest. Wenn du sagst, du bist ein Student, du hast sowieso nur 200-300 Euro Ausgaben pro Monat, dann ist das Ganze natürlich unverändert. Dann ist das immer noch praktisch, weil du hier mit einem geringen Investment doch sehr viele Prozente bekommst. Für alle, die mehr ausgeben, die müssen dann entweder sagen, okay, ich habe noch eine zweite Karte, die ich dann nutze, wenn das Ganze aufgebraucht ist, oder du bezahlst dann eben weiter, bekommst aber kein Cashback. Und wenn du mal hier runter schaust, da ändert sich nicht mehr viel, weil wenn du dir mal oben die Prozente anschaust, du hast zum Beispiel 8%, das Ganze ist aber hier bei 100 Euro begrenzt. Es ist also wirklich nicht mehr sehr schön. Es muss aber, wie gesagt, jeder für sich selbst entscheiden. Wir sehen in der Vergangenheit sehr viele Kürzungen, egal ob bei Crypto.com, Hi.com und jetzt eben bei Binance. Deine Meinung zu den ganzen Cashback-Karten und was dein Favorit ist, natürlich gerne mal in die Kommentare. Wenn du nochmal eine Zusammenfassung von den ganzen Karten haben möchtest, welche aktuell die beste ist, dann auch gerne rein kommentieren. Und dann soll es mit dem heutigen Video gewesen sein, und wir sehen uns dann selbstverständlich zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make.